Die Horst Schoker seit über einem Jahrzehnt im Produktportfolio der Firma Horst und ich denke am Ackerbaumarkt etabliert. Bis heute ist unsere Joker RT in Arbeitsbreiten von 5 bis 12 Metern für jeden landwirtschaftlichen Betrieb ein schlagkräftiges Bodenbearbeitungswerkzeug vom Stoppelsturz übers Flächenschwarzhalten bis zum Zwischenfrüchte-Einarbeiten mit Zusatzwerkzeugen wie unsere Messerwalze. Im Frühjahr ganz klar Zwischenfrüchte zerkleinern. In Verbindung mit unserer Messerwalze geht es hervorragend. Auch kann ich im Frühjahr mit dieser Kurzscheibenegge ohne weiteres eine Saatbettbereitung betreiben. Saatbettbereitung in Verbindung mit unserem Crossbar funktioniert top. Der Haupteinsatzbereich unserer Scheibenegge liegt im Sommer. Im Sommer, wo es darum geht, unter härtesten trockenen Bedingungen eine gleichbleibende Arbeitsqualität zu erzielen. Durch unsere breite Gummilagerung und Anbindung am Rahmen können wir genau das erreichen. Wir sind in der Lage, ab 6 cm Arbeitstiefe ganz flächig den Boden zu bearbeiten und durchzuschneiden, sozusagen die Kapillarität zu unterbrechen. Und das mit gleichbleibendem Winkel durch unsere massive, breite Gummilagerung, wo die Scheiben-Secharme angebunden sind. Eine der meist gelobten Dinge in unserer Kurzscheibenegge ist unser Durchgang. Wie kriegen wir Durchgang in der Maschine? Indem wir paarweise unsere Scheiben anordnen. Das heißt, wir haben einen Secharmhalter, zwei Lager und dann im nächsten Abstand Durchgang, möchte ich behaupten. Warum? Weil kein Secharmhalter im Weg steht. In Verbindung mit unseren 52 cm großen Scheiben sind wir hier auch in der Lage, mal tiefer zu arbeiten. Die gezackten Scheiben rotieren sehr schnell, was dazu führt, dass wir sehr, sehr viel Feinerde produzieren und auch unter härtesten Bedingungen sauber durch geringere Auflagefläche in den Boden eindringen und sozusagen intensiv mischen, intensiv zerkleinern und genügend Feinerde produzieren. Das eigentliche Herzstück unserer Kurzscheibenegge ist unser eigenentwickeltes Lager. Das etablierte Lager, welches sich auf vielen Feldern dieser Welt durchsetzt, wird bei uns in Schwandorf am Hauptstandort gefertigt und besteht aus einem Doppelkegelrollenlager, welches sehr gut seitliche Kräfte absorbieren kann. Dieses Doppelkegelrollenlager ist in einem separaten Gehäuse verpresst, welches durch eine eigenentwickelte 5-fach-Kassettendichtung das Lager vor Schmutz und Wasser schützt. Selbstverständlich sind alle unsere Lagereinheiten absolut wartungsfrei. Wir verbauen das robusteste Lager am Kurzscheibeneggenmarkt. Bei der Joker RT stehen dem Kunden bis zu 6 unterschiedliche Packervarianten zur Verfügung. Hier unterscheiden wir in 4 unterschiedlichen Einzelpackervarianten, aber auch in bis zu 2 unterschiedlichen Doppelpackervarianten. Was zeichnen die Doppelpackervarianten aus? Die Pendelung. Das heißt, der Packer ist pendelnd aufgehängt und kann sich je nach Bodenbedingungen bzw. je nach Arbeitstiefe ideal anpassen. Das heißt, wir haben eine kontinuierliche, gleichmäßige Rückverfestigung zwischen erster und zweiter Walze. Unser Fahrwerk ist mit unserem patentierten Soft-Ride-System ausgestattet. Unser Soft-Ride-System, welches aus Gasdruckspeicher besteht, hat die Möglichkeit, Dämpfungen vom Fahrwerk abzufedern. Das heißt, die Maschine läuft absolut ruhig, egal ob bei der Doppel- oder Einzelpacker-Variante. Um das Einsatzspektrum unserer Joker zu erweitern, bieten wir selbstverständlich Zusatzwerkzeuge. Zum einen unser Crossbar für die typischen Pflugbetriebe, die nach dem Pflug Brocken nochmal zerkleinern wollen und auch Saatbett bereiten wollen damit. Und zum anderen unsere Messerwalze, welche hydraulisch abgesichert ist. Unsere Messerwalze, die robusteste am Markt. Warum? Geschlossener Rotor, das heißt stabil gebaut, massiv gebaut. Und wir können Druck draufgräben, hydraulischen Druck, sodass wir tatsächlich eine hohe Quetsch-Zerkleinerungsleistung mit unserer Walze erreichen. In Zwischenfrüchten, im Sommer in Rapsbeständen. So, und was machen wir, wenn wir Stoppel bearbeiten wollen? Fahren wir die Messerwalze nach oben. Messerwalze nach oben mit Bodenfreiheiten von 30 bis 40 cm, die Scheibe bei ca. 6 cm Arbeitstiefe. So sind wir in der Lage, ganz flächig durchzubrechen, durchzuarbeiten, sodass wir die Kapillarität unterbrechen. Jetzt wollen wir als nächstes auf unseren abgeernteten Rapsbestand fahren. Was machen wir da? Da machen wir genau das Gegenteil. Die Messerwalze rein in den Boden, die Scheiben raus. Die Messerwalze genügt
im ersten Stoppelsturz beim Raps, um die Stängel zu zerkleinern, zu häckseln, um tatsächlich den Raps als Lichtkeimer zum Auflaufen zu bringen. Schauen wir weiter im Jahr des Landwirts und selbstverständlich auch im Jahr der Landwirtin. Was wollen wir da machen? Da müssen wir Silomaisstoppeln bearbeiten. Und was müssen wir da machen? Da geht es darum, wir müssen den Zünsler bekämpfen. Wie machen wir das? Durch beschädigte Maisstoppel. Die müssen aufgespließt, zerquetscht sein, sodass der Zünsler unmöglich überleben kann. Durch unsere Messerwalze gibt es nahezu kein besseres Werkzeug dafür. Warum? Wir können mit hydraulischem Druck absenken die Messerwalze und dann den Mais quetschen, zerkleinern und auch anschließend mit unserer Scheibenegge wirklich ausarbeiten. Und der Clou daran ist, das Ganze als Zusatzwerkzeug in unserer Joker RT. Nicht als einziger Arbeitsgang, als Zusatzwerkzeug. Und als Zusatzwerkzeug noch unsere Mini-Drill. Die Mini-Drill, wo wir Zwischenfrüchte und andere Sämereien zusätzlich aussäen können. Die Applikation des Saatgutes findet vor dem Packer statt und wir sparen uns im Endeffekt einen Arbeitsgang. Bleibt festzuhalten, die Messerwalze als Option, unterschiedliche Scheibentypen, verschiedenste Packervarianten, die Mini-Drill obendrauf. Ich sag, die vielfältigste Maschine, die das ganze Jahr einsetzbar ist.